Ja, herzlich willkommen zu dieser letzten Veranstaltung der Reihe Klimakrise trifft Bevölkerungsschutz mit dem Thema operativer Bevölkerungsschutz im Gespräch. Die letzten 7 Veranstaltungen unserer Reihe, da haben wir bereits sehr viele Aspekte begutachtet, sowohl aus dem Bereich Klimawandel, aber auch aus dem Bereich Bevölkerungsschutz und haben die eben zusammengebracht, um Herausforderungen anzuschauen, aber auch tragfähige Lösungsansätze zu diskutieren und haben eben geguckt, wie können wir mit diesen beiden Bubbles eine resilientere Zukunft aufbauen. Und heute ein ganz wichtiger Punkt dabei, der operative Bevölkerungsschutz. Dafür haben wir verschiedene Vertreter eingeladen von Feuerwehr, DRK, THW und der Bundeswehr, die eben Einblicke in ihren alltäglichen Berufsalltag geben werden, aber auch Herausforderungen und Wünsche an Politik und Wissenschaft formulieren werden. Und das diskutieren wir eben alles ein bisschen zusammen. Mein Name ist Ronja Winkert-Enz. Ich arbeite beim Deutschen Komitee Katastrophenvorsorge. Und diese Reihe an Veranstaltungen haben wir zusammen mit der Universität Wuppertal gemacht, genau dem Fachgebiet Bevölkerungsschutz, Katastrophenhilfe und Objektsicherheit. Und meine Kollegin Silvia Bach wird jetzt die Panelisten vorstellen. Ja, das mache ich sehr gerne. Schönen guten Abend auch von mir. Ich finde, wir haben 4 ganz tolle Panelisten gewinnen können. Und ich fange einfach mal an. Für die Hilfsorganisationen ist Wilfried Reinfelder hier. Und zwar ist er seit 2012 Landesbeauftragter für den Katastrophenschutz beim Deutschen Roten Kreuz bei uns im schönen Landesverband Nordrhein. Und er ist ohnehin schon seit 45 Jahren ehrenamtlich beim DRK tätig, hat also enorm viel Erfahrung, die er hier mit reinbringt. Und auch in seinem Hauptamt, also in seiner Tätigkeit im Hauptamt, hat er in einer kreisfreien Stadt in NRW mit Zivilschutz, Katastrophenschutz und der Feuerwehr zu tun gehabt. Und als zweiten Panelisten haben wir Olaf Brackmann für die zivil-militärische Zusammenarbeit gewinnen können. Er ist Kapitänleutnant der Reserve. Und bei der Marine und ist nach verschiedensten Stellen und Dienststellen bei der Bundeswehr eben seit 2020 im Kreisverband, im Kreisverbindungskommando Vorpommern-Rügen engagiert. Und für das THW haben wir Jens von den Berken da. Er ist im Haupt- und im Ehrenamt in unterschiedlichen Aspekten des Bevölkerungsschutzes unterwegs. Beschäftigt sich auch im Hauptamt mit kritischen Infrastrukturen und deren Resilienzen, also auch ganz spannende Aspekte aus also verschiedene Blickwinkel, die er da mitbringt. Und er ist Leiter der Regionalstelle Aachen des THWs. Und last but not least haben wir Boris Schlubeck von der Feuerwehr Wuppertal, also von der Berufsfeuerwehr Wuppertal, für die Feuerwehr da. Und der ist seit 22 Jahren bei der BF Wuppertal, vorher schon in der Freiwilligen Feuerwehr und hat eben auch verschiedenste Stellen bei der Feuerwehr durchlaufen und ist seit 2015 im Katastrophenschutz dort tätig und ist seit 2022 Leiter des Teams Katastrophenschutz der Berufsfeuerwehr Wuppertal. Also das sind unsere 4 Panelisten für heute Abend. Ich freue mich total auf die Panel-Diskussion und ich freue mich auch sehr auf die Diskussion, die dann hoffentlich im Anschluss mit Ihnen und euch aus dem Publikum stattfinden wird. Und ich starte dann auch einfach mal mit der ersten Frage. Die geht an den Boris aus Wuppertal. Und zwar gehen wir mal ein bisschen leicht rein und wollen einfach nur von dir wissen, ob und wenn ja, wie die Klimakrise jetzt schon den Alltag bei der Berufsfeuerwehr Wuppertal beeinflusst. Ja, schönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Ja, kann man direkt gut einsteigen. Natürlich ist es so, dass die Klimakrise auch Auswirkungen bei uns auf die Berufsfeuerwehr hat. Und das in mehreren Gesichtspunkten. Also zum einen natürlich, ich sage jetzt mal, die blanke Einsatzlage,
die Einsatzsituationen, die wir feststellen und da insbesondere die eben die wetterbedingten Einsatzlagen, die sicherlich in ihrer Häufigkeit, so stellen wir es fest, aber auch in der Intensität einfach deutlich zugenommen haben in den letzten Jahren. Das können wir schon so verzeichnen und eine Besonderheit sicherlich auch ist, ich sage mal, die lang andauernden Phasen, Wetterphasen, ich sage mal, bezogen zum Beispiel auf die hohen Temperaturen, aber auch die Kombination der unterschiedlichen Wetterereignisse, sodass wir oft folgend aufeinander eben diese langen Hitzephasen haben, aber dann auch im Anschluss Starkregenereignisse bis hin zu Hochwasserlagen. Das war ja letztlich auch eine Situation, die uns 2021 in der Kombination auch große Probleme in Wuppertal gemacht hat. Das war im Prinzip mit der guten Absicht, ich sage jetzt mal, keinen Wassermangel zu erzeugen, die Talsperren relativ voll hatten und dann aber eben auf diese Kombination von Starkregen und Hochwasser getroffen sind, was letztendlich für uns als Wuppertal auch eben die großen Probleme ausgelöst hat. Und wir stellen halt einfach fest, dass diese Ereignisse immer häufiger werden und auch gerade die Ereignisse mit hohen Temperaturen natürlich letztendlich auch Einfluss haben, zum Beispiel auf die Anzahl der rettungsdienstlichen Einsätze, also insgesamt auch die Belastung, die wir als Rettungsdienst bei der Feuerwehr erfahren, oder Punkte wie die Vegetationsbrandbekämpfung bzw. die Vegetation insgesamt. Da stellen wir schon fest, dass die sachliche Eingang, die Intensität auch einfach sehr groß geworden ist und die Dauer dieser Ereignisse. Ich glaube, über den Zustand der Vegetation brauchen wir hier nicht gesondert berichten. Da mussten wir uns in den letzten Jahren auch einfach anpassen, weil die Ereignisse, wenn sie dann eben eintreten, auch entsprechende Auswirkungen haben. Das ist das eine. Und ich sagte gerade schon, neben diesen Einsatzereignissen haben wir natürlich auch die individuelle Belastung unserer Einsatzkräfte in solchen Phasen, auf die wir achten müssen. Und wir stellen uns natürlich auch mittlerweile die Frage, wie können wir uns insgesamt als Gefahrenabwehr oder als Verwaltung eben auch von Gebäudestruktur oder ich sag mal Beschaffung, Einsatzausstattung, Schutzkleidung auf diese Ereignisse in Zukunft besser vorbereiten. Also das sind im Prinzip die großen Themenfelder, die wir haben, um die wir uns im Moment auch kümmern müssen. Vielen Dank. Das heißt, da stehen große Fragen im Raum. Wie geht denn das THW mit diesen wachsenden Herausforderungen, die mit der Klimakrise einhergehen, um, Herr von den Bergen? Ja, wir haben natürlich die Schwierigkeit, eigentlich sind wir gar nicht zuständig, weil wir sind ja eigentlich nur eine Zivilschutzorganisation. So, das heißt, bei den Ereignissen sind wir ja immer nur diejenigen, die den Anforderern Hilfe anbieten und die dann entsprechend Hilfe annehmen. Das heißt, wir sind so ein bisschen als THW davon abhängig, dass natürlich die Anforderer, also Kreise, kreisfreie Städte, Gemeinden, Feuerwehren, quasi sich passend einstellen, damit wir uns auf ihre Anforderungen passend einstellen. Das heißt, da haben wir einfach ja so eine Verzögerungsschleife, weil halt Anforderer ja sich aufstellen und das THW zieht dann passend nach. Was bitte? Passiert das denn schon? Also Ja, das. natürlich passiert das schon. Und das ist ja natürlich nur ein Aspekt, weil wir uns natürlich auch auf die anderen Herausforderungen, die sich so zum Beispiel aus der Konzeption zivile Verteidigung ergeben, natürlich auch passend aufstellen. Also wir haben zum Beispiel jetzt innerhalb der letzten 10 Jahre zweimal ein Rahmenkonzept veröffentlicht, einmal 2016, einmal 2023, wo wir uns halt konkret und relativ strukturiert auf diese neuen wachsenden Herausforderungen anpassen. Ja, und darüber hinaus lernen wir ja aus jedem größeren Einsatz. Also 21, die Flutlage, haben wir natürlich eine sehr, sehr lange Einsatzauswertung gemacht und diese ganzen Erkenntnisse fließen natürlich in unsere Arbeit mit ein und wir richten uns dann auch entsprechend passend aus, wenn man uns denn unsere Hausaufgaben machen lässt. So aus dem Bundeshaushalt. Ja, vielen Dank. Dann gehen wir mal weiter zum Herrn Reinfelder. Das DRK ist ja nicht nur jetzt Sanitätsdienst bei Fußballspielen, sondern ist eben auch im Bevölkerungsschutz wirklich aktiv tätig. Und vielleicht können Sie auch davon berichten,
inwieweit die Klimakrise diese Tätigkeit so in den letzten Jahren verändert hat. Ja, gerne. Zunächst zur Einordnung. Wir sind ja Bestandteil eines internationalen und eines nationalen Hilfeleistungssystems beim DRK. Das heißt, auf der nationalen Ebene arbeiten wir mit den klassischen BOS zusammen, aber auch sehr stark mit Partnern im Gesundheitssystem, weil wir auch Einrichtungen unterhalten, die da sehr starke Berührungspunkte haben. Also im weitesten Sinne medikosoziale Versorgung. Wir sind gesetzlich anerkannte nationale Hilfsgesellschaft der Bundesrepublik Deutschland und freiwillige Hilfsgesellschaft der deutschen Behörden, ich betone das so, im humanitären Bereich. Das heißt, wir haben die Verpflichtung, durch diese Anerkennung, durch die Bundesregierung, mit dem Gesamtpotenzial, was wir haben, zum Schutz der Bevölkerung bei Katastrophen, Krisen und auch bewaffneten Konflikten, uns darauf vorzubereiten. Nach unserer Maxime immer Hilfe nach dem Maß der Not. Das bedeutet, nicht nur die klassischen Einsatzformationen, die wir haben im Bereich Sanitätsdienst, Betreuungsdienst, Bergwacht, Wasserwacht, Rettungshunde, die Sie so kennen, sondern auch alle anderen Einrichtungen wie Unterkünfte, Pflegeeinrichtungen, Geschäftsstellen, Kitas, alle Mitarbeiter, egal ob Haupt- oder Ehrenamt, und alle verfügbaren Materialien sind nach unserer Philosophie für den Krisenfall so aufzustellen, dass sie im Zweifel während einer Krise die Unterstützung der Bevölkerung leisten können. Und ich sagte vorhin schon, man muss wissen, dass wir eben auch einen sehr starken Bereich in der Säule in der Wohlfahrts- und Sozialarbeit haben. Und unsere Philosophie ist, diese unterschiedlichen Ressourcen, die wir haben, zu matchen. Also die klassischen Einsatzformationen und die Hilfeleistungspotenziale, die wir in den medikosozialen Bereichen haben. Und im internationalen Kontext sind wir in Rotkreuz- und Halbmondgesellschaften eingebettet. Und hier hat uns diese Klimakrise natürlich, sage ich mal, zunächst und am stärksten spürbar getroffen. Wir haben mehr als 80% der weltweiten Katastrophenhilfe, die das Rote Kreuz oder die Rot-Halbmond-Gesellschaften zurzeit leisten, stehen mittlerweile im Zusammenhang mit Extremwetterereignissen. Und wir hatten ja in unseren Vorlesungen den Kollegen Moritz Krüger zu Gast, der unter anderem geschildert hat, was wir über Katastrophenhilfe hinaus da versuchen zu tun, eben mit den Dingen vor die Lage zu kommen, Stichwort vorausschauende humanitäre Hilfe und Early Action Protokolle. Und vielleicht im Vorfeld durch das Matching von Vorhersage und Risikodaten einen Zeitpunkt festzulegen, von dem wir sicher sagen können, da passiert jetzt was in Sachen Extremwetterlage, Hochwasser, Hitze, und wir disponieren dann schon im Vorfeld Kräfte, Mittel, Ressourcen, um da agieren zu können. Und das ist eine Geschichte, die versuchen wir jetzt, weil wir eben Klimakrise jetzt auch in Deutschland haben, in Deutschland zu pilotieren, beziehungsweise da erste Pilotprojekte zu identifizieren. Vielen Dank. Dann werfen wir einen Blick in das Arbeitsfeld der Bundeswehr. Wie verändert sich denn die Rolle der zivil-militärischen Zusammenarbeit im Zuge des Klimawandels? Und wird ZMZ jetzt wichtiger mit der Klimakrise? Herr Brackmann? Ja, zunächst einmal schönen guten Abend von der Küste hier. Ja, die Fragen sind ja zwei Fragen, Veränderung und Wichtigkeit. Kann ich eigentlich beide klar und deutlich mit Ja beantworten. Denn zivil-militärische Zusammenarbeit, ZMZ, ist keine Einbahnstraße. Gemäß Grundgesetz § 35 sagt ja aus, Behörden leisten sich gegenseitig Hilfe. Und wir haben während Corona eigentlich, während der Pandemie, da war eigentlich mehr die Bundeswehr gefordert, dass die Bundeswehr fast ausschließlich der Zivilbevölkerung hilft. Aber in Zukunft wird das natürlich auch ein bisschen andersrum gehen. Wer es in den Medien verfolgt hat, war jetzt auch wieder ein großer Bericht im Spiegel vor kurzem. Es wird gerade der O-Plan, der Operationsplan Deutschland aufgestellt, der Bundesminister der Verteidigung, der hat da einen Bericht zu geschrieben. Und dieser O-Plan Deutschland, der jetzt noch gerade in den Anfängen steckt, der sagt im Endeffekt aus oder versucht zu erreichen, dass die Vernetzung mit Sicherheitsbehörden und Katastrophenschützern, Industriewesen und so weiter, dass das vertieft wird und verbessert wird. Das ist eigentlich, was dieser O-Plan Deutschland bewirken soll. Und da wird halt in Zukunft gegenseitig mehr Hilfe gefordert. Das ist nicht mehr so, dass die Bundeswehr nur hilft, sondern auch die Bundeswehr muss sich unter Umständen auch mal irgendwo in den Landkreisen auf Hilfeleistungen abstützen.
Das zur Veränderung und zur Wichtigkeit. Ich meine, man muss ja kein Hellseher sein, um vorauszusagen, dass in Zukunft die Klimakrise uns noch vor große Herausforderungen stellen wird. Da gibt es einmal die Hitzewellen, die Waldbrände, Ausfall von Energieanlagen, was dann unter Umständen auch zu großen Auswirkungen führen kann. Und auf der anderen Seite dann hat man wieder die Starkregen, da weiß keiner wann und wie und wo sie dann, wie stark sie auftreten, ist nicht vorauszusagen. Und die Landkreise sind da eigentlich schon ganz gut dabei, jetzt auch Konzepte aufzustellen, Arbeitsgruppen zu bilden, sich auf sowas vorzubereiten. Aber das ist natürlich auch immer nur, wie gesagt, begrenzt und die haben natürlich auch personell vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten, das dann immer da zusammenzustellen, diese Teams. Auch die Hilfsorganisationen, die sind ja eigentlich gut aufgestellt und bereiten sich auch immer gut vor. Aber auch die kommen natürlich irgendwann an ihre Grenzen. Wir haben es ja gerade schon gehört. Die sind ja auch oftmals noch irgendwo anders im Einsatz. Das Material, das Personal ist irgendwo unterwegs und wird dann aber auch wieder in den eigenen Gefilden gebraucht. Also das ist auch schwierig. Die Bundeswehr kann natürlich dann helfen mit Manpower und Spezialgerät. Aber auf der anderen Seite muss ich natürlich auch sagen, die Bundeswehr hat auch andere Aufgaben jetzt, ne, in Zukunft. Da, wie gesagt, Landesbündnisverteidigung kommt einiges auf uns zu. Und auch die Gerätschaften, die wir haben, Spezialgerät, ist dann auch vielleicht irgendwo anders im Einsatz. Also es ist nicht immer alles zur Verfügung, wenn man es braucht, ne? Insofern, ganz klar, ist wichtig und die Veränderung in der ZMZ, da kommt einiges auf uns zu. Ja, das zeigt, wie wichtig die Vorbereitung und Prävention ist. In welchen Bereichen sehen Sie denn jetzt Forschungsbedarf für die Wissenschaft, Herr Schlubeck? Ja, also ich glaube, es passiert ja unheimlich viel auf dem Gebiet und wir hatten ja auch schon das Glück, an der einen oder anderen Projekten beteiligt zu sein. Ein Thema, was uns immer wieder umtreibt, und das war auch Thema bei einer Veranstaltung vom DWD, wo DKKV ja auch beteiligt war vor geraumer Zeit. Ich sage jetzt mal, diese Wetterwarnungen und Vorhersagen für die Gefahrenabwehr gerade im kommunalen Bereich ein Stück weit greifbarer zu machen. Also das treibt uns tatsächlich um. Wie können im Prinzip die lang- und mittelfristigen Vorhersagen auch ganz konkret, ich sage mal, für einen kleineren Bereich, ja, ich sage mal, zur Hilfestellung werden? Und da stellen wir uns schon länger die Frage, ob man beispielsweise, und ich denke, da kann man letztendlich auch einen Auftrag für die Wissenschaft ableiten, gucken, kann man Tools entwickeln, um letztendlich grobe Vorhersagen oder langfristige Vorhersagen wirklich auch in konkrete Maßnahmen oder gerade auch in Kombination von verschiedenen Ereignissen. Ich hatte es eben gesagt, dass wir ja von der Kombination verschiedener Situationen im Prinzip 2021 betroffen waren. Kann man die in Form zum Beispiel von irgendwelchen Tools vielleicht praktikabler für die Gefahrenabwehr vor Ort machen? Das ist so ein Thema, was uns immer wieder umtreibt. Und natürlich auch die Frage, jetzt mal losgelöst von den Vorhersagen, sondern ganz allgemein. Ich weiß, das ist jetzt schwierig, einen konkreten Auftrag zu fassen, aber wie muss sich der Bevölkerungsschutz oder die Gefahrenabwehr vor Ort für die Zukunft aufstellen? Gerade in Bezug auf die klimatische Situation. Also wir sagen ja mal klassischerweise vor die Lage kommen. Wir versuchen das ja immer in Form zum Beispiel von Bedarfsplänen zumindest mittelfristig über einen gewissen Zeitraum vorherzusehen und uns darauf einzurichten. Aber wie sieht nach den heutigen Erkenntnissen, und wir haben ja in den vergangenen Vorträgen sehr viel Informationen bekommen, in welche Richtung wir da gerade gehen mit dem Klima. Muss die Gefahrenabwehr und der Bevölkerungsschutz für die Zukunft aufgestellt sein, auch gerade jetzt an meinem Blickwinkel kommunal gesehen. Also wo entwickeln wir uns dahin? Im Moment denke ich, dass wir da immer nur recht kurzfristig denken, was die Zukunft angeht. Das fände ich nochmal ein sehr spannendes Themenfeld, ohne jetzt einen konkreten Forschungsauftrag formulieren zu können. Ja, danke, haben wir trotzdem verstanden. ja, also du hast ja jetzt auch schon ein paar Herausforderungen angesprochen und in den Fragen davor, beziehungsweise den Antworten davor, sind auch einige Herausforderungen schon angesprochen worden. Herr von den Bergen,
Gibt es irgendwas von der Politik, was Sie sich wünschen würden, was vielleicht dabei helfen würde, diesen Herausforderungen ein bisschen besser gewachsen zu sein? Ja, auf jeden Fall. Drei Buchstaben, ein bisschen Mut. Weil wir haben, das hat Herr Schlubeck ja auch gerade schon ein bisschen skizziert, ja eigentlich gar nicht so das ganz große Erkenntnisdefizit, sondern wir haben einfach eine ganz, ganz, ganz lange Hausaufgabenliste, die wir nicht abarbeiten. Und dieses Umsetzungsdefizit fällt uns natürlich in jeder kleineren und mittleren und größeren Krise sofort auf die Füße. Das heißt, da brauchen wir Mut, um einfach vor die Lage zu kommen, um diese Hausaufgabenliste wirklich abarbeiten zu können. Ja. Im Bereich der Bundeswehr hat man diesen Mut gehabt mit dem Sondervermögen Bundeswehr. Es ist sicherlich nicht ganz verkehrt, auch über ein Sondervermögen im Bereich Bevölkerungsschutz nachzudenken, ja, um das mal einfach zu skizzieren. Die Zürich-Rückversicherung hat um die 30 Milliarden Euro Schäden bezahlt nach der Flut 2021. Das war ein singuläres, einzelnes Ereignis. Das verschluckt den THW-Etat seit Gründung mal um ein Vielfaches. Und ich glaube, da müssen wir einfach hingehen und sagen, okay, wir brauchen vielleicht auch ja, so ein KPI wie bei der Bundeswehr, bei der NATO, dieses berühmt-berüchtigte 2%-Ziel. Aber ich glaube, diese Promille, die der Bevölkerungsschutz im Bundes- und in den Landeshaushalten innehat, ich glaube, das ist ein Stück zu wenig. Dass wir da ganz viele Hausaufgaben haben, merken wir auch an unseren Liegenschaften. Aus überfluteten oder abbruchreifen THW-Liegenschaften kann halt kaum noch Hilfe kommen. Ja? Das heißt, da haben wir ganz dicke Hausaufgaben zu tun und die sind halt leider auch nicht mal ebenso mit einem Kurzkonjunkturprogramm zu erledigen. Das heißt, wir brauchen da eine verlässliche, verstetigte ja, Finanzierung, um für die Zukunft gewappnet zu sein. Denn die Klimakrise wird noch schlimm genug. Ja? Also das ist, denke ich mal, unstrittig. Deswegen müssen wir uns da schon ein Stück mehr drauf vorbereiten. Und ein ganz konkreter Wunsch an die Politik wäre, werden Sie immun gegen Katastrophendemenz? Ja, das ist ein schöner Wunsch. Grundsätzlich ist es ja so, dass wir das alles nicht alleine schaffen. Also weder die Politik kann alles alleine lösen, noch kann die Wissenschaft alles alleine herausfinden oder die Praxis eben alles alleine umsetzen. Und somit gehört ja auch die Bevölkerung dazu. Herr Reinfelder, wie können wir die Bevölkerung besser mit einbinden und wie kann die Selbstvorsorge gestärkt werden? Was ist Ihr Ansatz da beim DRK oder Ihre Sichtweise? Also ich bin davon überzeugt, dass wir die Widerstandsfähigkeit der Bevölkerung, insbesondere gegenüber den Folgen von Naturkatastrophen, die wir ja jetzt gerade auch beschrieben haben, um die zu stärken, brauchen wir aus meiner Sicht eine Katastrophenvorsorge, die diesen Namen auch verdient. Das heißt, wir müssen Risikoanalyse und Risikobewusstsein flächendeckend schaffen und einführen. Das heißt, Risikoanalysen müssen transparent gemacht werden, um die Bevölkerung auch lokal zu befähigen, Naturgefahren und Katastrophen, Risiken, die es gibt, aber auch bereits vorhandene Selbsthilfekapazitäten, die es ja auch gibt, vor Ort zu identifizieren. Lokales Wissen und bereits etablierte Strukturen, Evakuierungswege, Zufluchtspunkte, funktionierende Quartiersmaßnahmen und andere Netzwerke müssen dabei Berücksichtigung finden. Stichwort sozialraumorientierte Katastrophenvorsorge. Und wir brauchen so Instrumente dafür, Risikokarten, Risikoatlas, wie das in allen Ländern dieser Erde und in vielen Ländern dieser Erde schon Standard ist, um zu sagen, so, wo ist gefährdet, wo ist sicher? Und wir haben erste Ansätze dazu, auch bei den Kommunen und Behörden, Beispiel die Starkregenkarten oder die Hochwasserrisikokarten. Das ist aber nur ein ganz kleiner erster Ansatz. Wir brauchen flächendeckend strukturelle Maßnahmen, also baulich-technische Aktivitäten, ein zwischen den Kommunen abgestimmtes Flächenmanagement, wenn ich an Hochwassersituationen denke. Aber wir brauchen auch, und das vor allen Dingen, Hintergrundwissen über Katastrophenvorsorge
im Bereich der Bevölkerung. NRW hat jetzt angefangen, zusammen mit allen Fachverbänden und dem Innenministerium, das federführend ist, eine Kampagne vorzubereiten, die über die nächsten 3 Jahre der Legislaturperiode gehen soll. Da geht es um die Stärkung der Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung. Und da soll aus meiner Sicht erstmalig flächendeckend sollen die unterschiedlichen Zielgruppen angesprochen werden. Also Kinder, Jugendliche, Erwachsene. Und man muss ja auf unterschiedlichen Wegen an diese Menschen herankommen. Denn wenn man eine Kampagne macht, dann muss die auch geeignet sein, diese Zielgruppen zu erreichen. Wir sind da erst in den Anfängen, also es haben erste Workshops zur Vorbereitung stattgefunden, aber ich denke, diese Kampagne wird in den nächsten Monaten und 2 bis 3 Jahren Wirkung entfalten. Da will ich jetzt auch nicht näher drauf eingehen. Aber ein Punkt ist mir ganz wichtig. Bevölkerungsschutz muss aus meiner Sicht in die Schule rein. Nach meiner festen Überzeugung müssen Menschen im besten Fall ab dem Kindesalter nachhaltig darin bestärkt werden, dass Hilfe eine Selbstverständlichkeit ist. Und das führt dann im Laufe ihres Heranwachsens dazu, dass auch eine gewisse Haltung dazu entwickelt wird. Und da gibt es natürlich erste Ansätze, aber wir scheitern immer wieder an den, sag ich mal, Bildungspolitikern, die da wenig Raum für sehen, obwohl es praktische Beispiele auf kleinster Ebene gibt, weil der Sachunterricht lässt heute in den Schulen schon zu, dass man solche Dinge einführt. Ich denke, man muss die Leute, die es machen können und auch Input dazu geben können und die, die es in der Schule umsetzen, einfach zusammenbringen. Und man muss den Willen dazu haben. Den sehe ich im Moment leider noch nicht flächendeckend. Ja, Katastrophenschutz in die Schule, gute Idee. Hatten wir ja vor 2 Wochen auch zumindest schon mal eine kleine Idee bei dem Herrn Adler eingepflanzt, dass man mit Schulklassen die Katastrophen, die Katzschutzleuchttürme besuchen kann. Genau, aber eine Institutionalisierung wäre natürlich dann noch besser. Olaf, ich hätte noch eine Frage zum Thema zivil-militärische Zusammenarbeit an dich. Und zwar weiß ich aus eigener Erfahrung, wie gut das bei euch funktioniert. Also euer KVK, euer Kreisverbindungskommando, hat super, macht eine super Zusammenarbeit mit den Leuten aus dem Landkreis, mit den Akteuren im Katastrophenschutz des Landkreises. Und da würde mich mal interessieren, also ich kenne das jetzt nur von euch, ist das so gang und gäbe, ist das gängige Praxis oder gibt es da so Leitlinien? Also das würde mich mal interessieren, wie das in anderen KVK aussieht. Ja, das wäre schön, wenn das so wäre. Das sollte eigentlich so sein und wäre auch wünschenswert. Ich kann natürlich jetzt auch eigentlich nur von meinem Kreisverbindungskommando sprechen, aber vielleicht mal generell für die Zuhörer, die es nicht wissen, Kreisverbindungskommando, was das überhaupt ist. Also wir setzen uns zusammen aus, wenn es optimal ist, 12 Personen, aber es sind alles Reservisten. Die haben also alle irgendwo auch einen Beruf und ein Privatleben. Das sind alles Reservisten. Und das Kreisverbindungskommando ist im Endeffekt das Bindeglied zwischen Landkreis und Bundeswehr. Also wir beraten den Landkreis im Katastrophenfall und gucken, was ist möglich, was kann die Bundeswehr leisten, wie können wir helfen, was könnt ihr für einen Antrag stellen und unterstützen natürlich den Landkreis dann auch entsprechend bei der Aufstellung oder bei der Erstellung des Hilfeleistungsantrages. Ja. Und gucken natürlich, wenn dann wirklich Bundeswehr vor Ort ist, dass wir die Bundeswehrsoldaten, die dann irgendwo helfen, im Einsatz sind, dann auch vor Ort betreuen. Also das sind so die groben Aufgaben eines Kreisverbindungskommandos. Nun sind ja jetzt nicht ständig Katastrophen hier und wie gesagt, das sind auch alles Reservisten und insofern ist in manchen Kreisverbindungskommandos das Verhältnis nicht so gut oder die Zusammenarbeit nicht so gut zwischen Landkreis. Man muss wissen, jeder Landkreis in Deutschland hat auch ein Kreisverbindungskommando. Ich kann, wie gesagt, hier für unser Kreisverbindungskommando nur sprechen, vielleicht für die benachbarten Kreisverbindungskommandos noch. Und dann habe ich natürlich auch meinen Lehrgängen. Man macht als Reservist, wenn man in so einem Kreisverbindungskommando tätig ist, 2 Lehrgänge, zivil-militärischer Lehrgang 1 in Nienburg und der zweite Teil, der Aufbaulehrgang, ist dann in Hannover. Und da lernt man natürlich auch Leute aus ganz Deutschland kennen, die sich ebenfalls irgendwo im Kreisverbindungskommando engagieren. Und da habe ich also von einigen gehört, die wissen gar nichts, die wissen nicht mal, wo sie dann sich melden müssen im Katastrophenfall, an wen sie rangehen müssen. Und dann gibt es natürlich auch einige, die da auch etwas aktiver sind.
Bei uns ist das Ganze natürlich hier gewachsen durch die Corona-Pandemie, weil wir hier ein Landkreis waren, der hier wirklich proaktiv auch drauf zugegangen ist, auf den Landkreis mit. Und wir haben hier die meisten Hilfeleistungsanträge gehabt, die meisten Soldaten gehabt und haben hier wirklich viel unterstützt und haben da natürlich ein großes Netzwerk aufgebaut, zu den zivilen Akteuren, zu den ganzen Hilfsorganisationen, THW, DRK, wir haben mit denen gemeinsam viel zusammengearbeitet und das war eine sehr gute Zusammenarbeit auch. Und daraus ist zum Beispiel auch entstanden, dass wir, unser Kreisverbindungskommando, einmal im Jahr mittlerweile eine ZMZ-Konferenz durchführen, wo wir im Endeffekt auf Arbeitsebene alle Akteure ranholen, mit denen wir damals zu tun haben, die heute im Amt sind oder auch neue Stellen irgendwo besetzen. Und mit denen machen wir einmal im Jahr eine schöne zivil-militärische Konferenz, wo man sich wirklich austauschen kann und auf den neuesten Stand bringen kann und alleine den Kontakt hält. Wie gesagt, es ist nicht so, dass jetzt ständig Katastrophen sind, dass man ständig mit den Leuten zusammenarbeitet. Und so wäre es wichtig, dass wir da immer den Kontakt halten. Ja, ich sagte ja gerade, es sind natürlich alles Reservisten in diesem Kreisverbindungskommando und wir haben selber bei uns im Kreisverbindungskommando jetzt auch zwei Kameraden, die sich gerade beruflich oder sogar drei sind es jetzt, die sich beruflich weiterentwickeln, die jetzt auch gesagt haben, Mensch, das ist mir wichtiger, ich muss da vorankommen, ich habe auch Familie und ich setze dieses Jahr mal aus. Wir machen regelmäßige Übungen, zweimal im Jahr gehen wir üben. Aber die haben sich jetzt erstmal abgemeldet, ist auch völlig verständlich. Ne? Aber die kommen dann auch mal so zwischendurch, halten sich auf dem Stand. Und da sind wir natürlich immer daran interessiert, dass das so bleibt. Wie gesagt, benachbarte Kreisverbindungskommando weiß ich, dass es in Teilen nicht ganz so gut ist. Die haben auch ihre Stellen nicht alle besetzt. Und von den Lehrgängen mit den Kameraden, mit denen ich da gesprochen habe, ist also auch so, in einigen läuft es gut. Und andere, wie gesagt, die wissen gar nicht, wo sie sich zu melden haben, wenn wirklich mal was ist oder so. Also. Mir macht Spaß hier und ich mache das hier gerne. Und wie gesagt, gerade während der Corona-Pandemie, der Erfolg und das Feedback, was auch von der Bevölkerung zurückkam hier, das hat einen schon wirklich hier aufgebaut. Das ist doch schön zu hören, dass es bei Ihnen super läuft und bei denen, wo es noch nicht so gut läuft, ist das vielleicht jetzt auch die Idee, sich mal umzuhören und zu schauen, wo denn der nächste Kontaktpunkt wäre. Wir kommen wieder nach Wuppertal und zwar gibt es ja da nun einen neuen Katastrophenschutzbedarfsplan. Was steht denn da drin und welche Rolle spielen klimabedingte Gefahren? Genau, ja, ganz frisch gerade beschlossen, der Katastrophenschutzbedarfsplan, tatsächlich auch der erste, den die Stadt Wuppertal jemals aufgestellt hat. Wir haben diesen Bedarfsplan, ich sage mal, in der Erarbeitung in einem Workshop-Form durchgeführt. Und tatsächlich ist es so, dass ganz am Anfang in unserem Szenarienauswahl-Workshop verschiedene Teilnehmende, ich sage es mal, aus anderen Behörden, aus der kritischen Infrastruktur oder auch Vertreterinnen und Vertreter vulnerabler Gruppen, sich letztendlich auf fünf Leitszenarien einigen mussten, an denen wir uns orientieren. Und man kann schon sagen, genauso wie wir es heute Abend ja auch feststellen, das Thema treibt die Menschen um. Zwei dieser fünf Leitszenarien waren tatsächlich ja letztendlich wetterbedingte Ereignisse, also einmal die Hitze- und Dürrephaseperiode und einmal die Kombination aus Starkregenereignissen und Hochwasser. Deswegen als Kombination, weil sie natürlich viele Maßnahmen sowohl auf das eine als auch auf das andere anwenden lassen. Ziel war dieser Prozess, ich sage jetzt mal, neben unseren konkreten Erkenntnissen, wie müssen wir uns als Gefahrenabwehr für solche Ereignisse besser aufstellen, tatsächlich auch zu erreichen, dass alle Teilnehmenden auch für sich gewisse, ich sage jetzt mal, Hausaufgaben mit nach Hause nehmen. Also wie können wir denn ganz persönlich für unsere Organisation oder für den Bereich, in dem wir tätig sind, auch die Situation verbessern, um zukünftig auf solche Ereignisse besser vorbereitet zu sein. Ich sagte gerade, grundsätzlich waren das diese zwei Themenfelder, die uns da umgetrieben haben. Und gerade bei diesem Hitze- und Dürre-Thema spielte natürlich auch neben den eigentlich greifbaren Themen, sage ich jetzt mal, wie Vegetationsbrände oder der Anstieg von medizinischen Notfällen, auch das Thema der weiteren Auswirkungen. Stichwort, inwiefern wird denn die Infrastruktur durch so eine lang anhaltende Hitzeperiode betroffen? Ganz einfach gesagt, durch irgendwelche Leitungsschäden
können wir schon gewisse Auswirkungen haben, aber auch grundsätzlich auf, ich sage jetzt mal, Trinkwasserversorgung im schlechtesten Fall. Diese Themen wurden dann gemeinsam betrachtet und letztendlich auch in Maßnahmen umgemünzt. Und das andere Thema, was ich gerade schon erwähnte, ist das Thema Starkregen und Hochwasser. Auch da neben den ganz, ganz greifbaren Themen, was kann die Gefahrenabwehr im Ereignisfall tun, tendenziell auch eher vorbereitende Maßnahmen. Jetzt hat Wuppertal die für uns gute Situation, dass wir über eine Starkregen-Gefahrenkarte verfügen. Hat natürlich den Effekt, dass wir eher vor die Lage kommen als Gefahrenabwehr. Was wir gerade immer noch feststellen, ist, dass es nicht unbedingt den Effekt hat, dass sich die Bevölkerung, die ja genauso da reingucken kann, entsprechend auf die Ereignisse vorbereiten kann, sondern eher so eine Erwartungshaltung. Habt ihr gesehen, dass ich in einem roten Bereich bin? Was dürfen wir denn da erwarten? Vielleicht noch abschließend einmal zum Thema Hitze-Dürre. War damals zu dem Zeitpunkt der Erstellung des Katastrophenschutzbedarfsplans noch nicht so weit. Mittlerweile hat die Stadt Wuppertal oder befindet sich noch in der Aufstellung eines Hitzeaktionsplans, der auch sehr zeitnah verabschiedet werden dürfte, wo halt auch nochmal auf, ich sage jetzt mal, ganz akute Maßnahmen oder auch langfristige bzw. vorbereitende Maßnahmen geschaut wurde, wo wir versuchen tatsächlich, ja, ich sage jetzt mal, es erst gar nicht so weit kommen zu lassen, dass vielleicht ein Anstieg im Bereich der rettungsdienstlichen Zahlen aufkommt, sondern welche konkreten Tipps und Hilfestellungen kann man denn auch der Wuppertaler Bevölkerung geben, ich sage mal, selbst präventiv tätig zu werden. Also ist sicherlich eine Kombination aus verschiedenen Dingen, aber ich glaube, man hat schon rausgehört, wenn 2 von 5 Themen im Bedarfsplan dort zuzuordnen sind, ist auf jeden Fall ein Thema, was nicht nur den Bevölkerungsschutz, sondern auch viele andere Bereiche betrifft oder beschäftigt. Noch eine Nachfrage, wenn man jetzt nicht in Wuppertal wohnt und nicht so einen Zugriff auf den neuesten Bedarfsplan hat, wie können andere Städte da vorgehen oder wer muss das Ganze ins Rollen bringen? Ich meine, es ist den Prozess der Bedarfsplanung. Richtig. Also wünschenswert wäre natürlich, da sind wir wieder bei der Politik, wenn sowas alltäglich werden würde, genauso wie wir es im Brandschutz und im Rettungsdienst haben. Letztendlich hatten wir aber keine großen Probleme, unsere Politik davon zu überzeugen, dass ich sag mal, Prävention am Ende auch günstiger sein kann, als der Lage immer hinterherzulaufen. Es sind ja oft auch, und das sagen wir auch immer unserer Politik gegenüber, wenn es um Kosten geht, es sind ja oft auch organisatorische Dinge. Es sind ja gar nicht immer diese großen finanziellen Leistungen, die getroffen werden müssen, sondern manchmal sind es ja auch organisatorische Dinge. Und was ich gerade schon sagte, was für uns einfach sehr wichtig war, war das Zusammenkommen verschiedener Player, weil jeder hat was aus diesen Workshops mitgenommen. Das ist natürlich ein bisschen abhängig davon, in welcher Form man diese Erstellung durchführt, aber jeder nimmt ja auch sehr viel davon mit. Und ich sage gerade bei uns, die Workshop-Teilnehmenden haben viel mitgenommen, haben in ihren Bereichen auch als Rückmeldung haben wir es bekommen, viel umgesetzt. Hat letztendlich auch den Effekt, dass, ich sag mal, der Aufwand für die Gefahrenabwehr im Ereignisfall gar nicht mehr so groß werden muss, weil viele schon Vorsorge entsprechend getroffen haben. Insofern, ich glaube, da ist ein bisschen Überzeugungsarbeit notwendig, aber letztendlich, glaube ich, kann man die auch ganz gut erklären und begründen. Wünschenswert wäre trotzdem, wenn wir da eine verpflichtende Maßnahme draus machen könnten. Vielen Dank. Und Jens van den Bergen, Sie hatten was anzumerken. Das können Sie gerne. Ja, genau. Also die Gefahrenwahrnehmung der Bevölkerung ist ja der Schlüssel dazu. Ja, also nehmen wir mal an, wir würden unsere hochwasserextremen Wasserstände mal einfach auf ein Straßenschild oder eine Ampel mit einem farbigen Ring aufkleben. Und ich würde eine NINA-Warnung bekommen, ja, hier in der Städteregion Aachen ist Hochwasser angesagt an dem und dem Fluss. Und ich würde vielleicht nochmal zu meinem Auto gehen und gucken, oh Moment mal, hier an der Straßenlaterne, da so in ungefähr 2 Meter Höhe ist das HQ-Extrem. Eventuell stelle ich ja dann mein Auto um und verhalte mich entsprechend. Und diese Übersetzung der quasi Gefährdung in Maßnahmen der Selbsthilfe durch die Bevölkerung. Das ist, glaube ich, das, wo wir die nächsten Jahre echt einiges machen können, gerade weil auch die
die Gefahrensensibilisierung jetzt ja gerade da ist. Danke sehr. Danke Ihnen. Ja, super wichtiges Thema und glaube ich auch noch sehr viel Forschungsbedarf. Was kommt bei der Bevölkerung an? Was wird besonders gut angenommen? Was wird gut verstanden? Finde ich eine gute Idee mit den Straßenlaternen. Herr Reinfelder, Sie hatten es in der Eingangsfrage kurz erwähnt in Ihrer Antwort, Gesundheitsschutz. Dass der Klimawandel ist ja durchaus auch eine gesundheitliche Bedrohung. Und haben Sie das Gefühl, dass die Hilfsorganisationen da gut drauf vorbereitet sind? Die Frage muss ich mit einem klaren Ja beantworten. Wir hatten ja ausführlich darüber gesprochen, wie das im internationalen Kontext aussieht und dass da die Anpassung an die Herausforderungen des Klimawandels durchaus schon Platz greifen mit den Maßnahmen in den stark bedrohten Ländern dieser Erde. Aber ich denke mal, wenn wir vor unsere eigenen Türe kehren, dann muss man die Frage so und so beantworten. Fürs DRK kann ich sagen, wir haben uns in den letzten Jahren sehr darum gekümmert, die Resilienz der eigenen Strukturen in den Fokus zu nehmen. Das heißt, wir wollen ja auch handlungsfähig bleiben, wenn solche Situationen eintreten, um unsere Hilfe dann auch bringen zu können. Das heißt, wir härten unsere Einrichtungen entsprechend, aber wir haben auch, und das ist der Bereich, den Sie gerade angesprochen haben, unsere Einrichtungen wie beispielsweise Seniorenheime, Kitas, Sozialstationen entsprechend für diese Situationen gehärtet, sowohl technisch als auch, sag ich mal, bei den Mitarbeitenden im Kopf. Denn die Hilfe soll ja auch noch dann an die vulnerablen Gruppen herankommen, wenn die Krise da ist. Ja, und dann stellen wir ja nicht den Betrieb ein, sondern gerade dann müssen wir ja agieren. Da haben wir in den vergangenen Jahren zumindest als DRK in dem Wohlfahrts- und Sozialbereich, aber auch in unserem Hilfsorganisationsbereich, wo es um die Einheiten geht, sehr viele Eigenmittel in die Hand genommen, um das zu realisieren. Das andere ist, Ausbildungskonzepte anzupassen. Wir haben ja es mit ehrenamtlichen Einsatzkräften im Katastrophenschutz zu tun. Und die Fachdienste sind da in ihren ursprünglichen originären Bereichen sehr fit. Aber ausgehend von der Erkenntnis, dass wir einen demografischen Wandel haben und dass wir in aller Regel, wenn wir solche Krisen haben und wir helfen müssen, eine pflegerische Versorgung neben der medizinischen Betreuung und normalen Betreuung leisten müssen, weil wir sehr viele Menschen haben, die in ihrem persönlichen Umfeld ja auf die Unterstützung angewiesen sind. Und deshalb haben wir in unserem Bereich neue Ausbildungsmodule entwickelt. Das heißt, wir lehren mittlerweile, das haben wir ganz, ganz früher, ich sage mal damals, erst noch früher war auch schon mal gemacht, die pflegerische Unterstützung für solche Menschen, um unsere Helfer in die Lage zu versetzen, dass die die leisten können, wenn andere Strukturen ausfallen. Das nächste ist, dass wir das natürlich nicht alles alleine machen können. Wir haben Hausnotruf und andere Dinge, wo wir wissen, da sitzen die vulnerablen Patienten. Aber flächendeckend können wir das nur gemeinsam erheben und dann die Hilfe dahin bringen. Das heißt, wir müssen Alltagsstrukturen und Katastrophenschutzstrukturen miteinander vernetzen und ganz, ganz eng zusammenbringen. Am besten auf der Quartiersebene, auf der kommunalen Ebene. Denn wir müssen wissen, wo die vulnerablen Leute sind in solchen Fällen. Und das wissen wir, Stichwort Datenschutz, leider nicht immer. Da gibt es im Ausland bessere Beispiele, wo man sich vielleicht auch das eine oder andere abgucken könnte. Ich verweise zum Beispiel mal auf das britische Rote Kreuz. Die haben nämlich ein Prioritätsregister. Da sind die britischen Energieversorgungsunternehmen beispielsweise verpflichtet, durch die zuständige Behörde dieses Register zu führen. Das heißt, jeder steht da in der Liste als Kunde, auf freiwilliger Basis natürlich, der aufgrund spezifischer Vulnerabilität, Stromabhängigkeit etc. pp. Auf Unterstützung angewiesen ist, wenn der Strom mal weg ist. Ja? Sodass man da weiß, wo man hingucken muss. Und dann besteht auch die Möglichkeit, Helfende auf unseren Reihen, und das spreche ich jetzt für alle Hilfsorganisationen, zu aktivieren. Das heißt, wir versuchen, und das machen die anderen Organisationen auch,
uns so eng wie möglich mit denen zu vernetzen, die an dieser vorbeugenden Betrachtung mithelfen können. Das sind die Katastrophenschutzbehörden, Stichwort Katastrophenschutzbedarfsplanung, die Boris Schlubeck gerade erwähnt hat. Das sind aber auch andere Institutionen, die eben in den Bereichen Pflege, aber auch andere verletzliche Strukturen unterwegs sind. Ich Vielen habe Dank. eine kurze Nachfrage. Arbeiten Sie da mit den anderen Hilfsorganisationen zusammen? Also gibt es da sowas wie Best Practices? Also ich finde das ja klasse, dass Sie solche Fortbildungsangebote, dass Sie das quasi auch an Ihre Mitarbeitenden jetzt nicht nur im Rettungsdienst, sondern eben auch in Ihren anderen Organisationen, dass Sie das da reintragen. Gibt es da so eine Runde der Hilfsorganisationen? Also ich kann jetzt für Nordrhein-Westfalen sprechen. Wir sind in einem sehr engen Austausch mit den anderen Kolleginnen und Kollegen im Bereich Katastrophenschutz. Wir haben monatliche Meetings, auch virtuell, wo wir uns über aktuelle Dinge austauschen. Und ich denke, das kann beispielsweise Jens aus seiner Zeit oder aus seiner ehrenamtlichen aktiven Zeit auch bestätigen. Wir tauschen natürlich Ausbildungsformate untereinander aus, die sind zugänglich. So, das heißt, das ist jetzt kein Privileg, sage ich mal, des DAKs oder der Malteser oder der Johanniter oder der Arbeiter-Samariter, sondern letztlich tauschen wir die aus. Wir haben halt als Rotes Kreuz den Vorteil, dass wir unter einem Dach in einem Verband diese Bereiche Pflege, Senioren, Kitas auch haben als Verband der freien Wohlfahrtspflege, während die anderen Hilfsorganisationen erst nochmal über eine kleine Mauer springen müssen, weil sie diese Bereiche eben in Caritas, Diakonie oder anderen angegliederten Bereichen eben führen und nicht in der eigenen Organisation. Vielen Dank. Kleine Mauern, so bürokratische Hürden gibt es ja auch bei der ZMZ. Deshalb die Frage an Sie, Herr Brackmann, inwieweit können bürokratische Hürden und Amtshilfe zu einer Herausforderung werden, wenn die ZMZ durch den Klimawandel jetzt immer häufiger gebraucht und somit auch angefragt und angefordert wird? Naja, die bürokratischen Hürden sind eigentlich gar nicht mehr das große Problem. Das ist natürlich auch, das hat man während Corona ja gemerkt, weil die Hilfeleistungsanträge, die muss ja der Landkreis stellen. Und der Landkreis muss sie auch unterschreiben. Wir unterstützen natürlich und beraten ihn, aber es muss immer die Originalunterschrift drauf, da muss das Ganze wieder eingescannt werden, dann muss das entweder per E-Mail geschickt werden oder persönlich abgeholt werden. Dann geht das zum Landeskommando, das Landeskommando schickt das weiter nach Berlin zum Führungskommando, dann wird es genehmigt, dann kommen vielleicht nochmal Rückfragen, dann geht es wieder zurück zum Landeskommando, dann kommt es wieder zu uns und erst dann können wir dem Landkreis natürlich Bescheid geben. Also da arbeitet man jetzt an einem digitalen Hilfeleistungsantrag. Das ist noch nicht ganz ausgereift, das System, weil, wie gesagt, so eine Unterschrift, das hat ja auch immer eine große Bedeutung. Und das ist also schwierig. Und wir sind natürlich hier in Vorpommern-Rügen ein Flächenland. Wir sind der fünftgrößte Landkreis Deutschlands. Und da hat man natürlich auch mal ordentlich Kilometer zu fahren. Und wenn man dann nur wegen einer Unterschrift mal irgendwo hinfahren muss oder so, dann ist das schon schwierig. Ja. Aber wie gesagt, bürokratische Hürden, das geht eigentlich noch immer. Was ich als größeres Problem eigentlich sehe, ist das künftige Aufgabenspektrum der Bundeswehr. Inwieweit können wir denn überhaupt da noch helfen, ne? Denn auch die Bundeswehr leidet unter Personalmangel, auch Fachkräftemangel, genau wie in der zivilen Wirtschaft ist das bei uns genauso. Materialengpässe, Verfügbarkeit von Spezialgerät, von Großgerät. Das sehe ich eigentlich viel mehr als größere Herausforderung als die Bürokratie. Die Bürokratie ist im Gegensatz zu anderen Bereichen eigentlich noch machbar. Ne? Wie gesagt, das ist vielleicht mal mit Fahren verbunden, aber wenn der digitale Hilfeleistungsantrag irgendwann mal dann wirklich kommt, dann geht es ja auch noch schneller. Insofern die Technik funktioniert und E-Mail-Verkehr funktioniert, dann ist das eigentlich alles auch machbar. Ne? Also eher so, dass die Herausforderungen im Bereich der immer breiter werdenden Spektrum an Aufgaben, die dann mit dem vorhandenen Personal nicht mehr geleistet
werden kann. Ja, ich sag mal, Landesverteidigung, Bündnisverteidigung ist natürlich ein großes Thema hier. Ich hatte es vorhin schon angesprochen, Operationsplan Deutschland, Drehscheibe Deutschland, das sind alles Dinge, die jetzt auch in Zukunft noch öfters und vermehrt in den Medien auftauchen werden. Es ist ja auch gerade das größte NATO-Manöver angelaufen, wie man jetzt die Übung fährt. Da werden wir auch vom Kreisverbindungskommando dann im Mai, wenn dann in Rostock am Hafen eine Übung durchgeführt wird, da werden wir wahrscheinlich auch mit involviert sein. Und das bindet natürlich auch Kräfte. Und insofern weiß ich nicht, inwieweit die Bundeswehr dann irgendwann nochmal in der Lage ist, bei Katastrophen dann zu unterstützen. Wie gesagt, Personalmangel, Materialengpässe, das ist auch bei uns ein großes Thema. Ne? Herr Reinfeller, Sie möchten dazu direkt was sagen? Ja, ich würde mich da gern dranhängen. Wir haben unsere Ressourcen und damit meine ich Menschen, aber auch das Material ja nur einmal. Und wenn ich jetzt gerade das Stichwort ist gefallen, Bündnisverteidigung, das Deutsche Rote Kreuz zusammen mit den Johannitern und auch den Maltesern sind über das DRK-Gesetz eingebunden in die Unterstützung des Sanitätsdienstes der Bundeswehr. Das heißt, wenn wir hier über denkbare Szenarien im Bereich der Bündnisverteidigung NATO oder auch den Verteidigungsfall der Bundesrepublik sprechen, dann sind Dinge, die wir in den letzten 30 Jahren eigentlich nicht mehr zu denken wagten, jetzt wieder denkbar. Und wir sind zurzeit auch dabei, uns in enger Absprache mit der Bundeswehr auf diese Szenarien einzustellen. Das heißt, nicht nur der Zivilschutz, sondern auch diese Leistung, die im DRK-Gesetz auch festgeschrieben ist, wird uns zumindest vorbereitend treffen. Ich hoffe nicht, dass sie uns jemals in der tatsächlichen Ausprägung treffen wird. Aber das bindet natürlich auch zusätzliche Ressourcen. Und da müssen wir uns auch darauf vorbereiten. Und das wird natürlich auch Ressourcen fressen. Dann könnte man jetzt gemein fragen, fällt dann der Klimawandel wieder hinten runter, wenn es mehr zum Zivilschutz geht? Aber Herr von den Werken. Ja, ich würde mich da fast direkt dranhängen. Also wenn wir ZMZ und Bündnisverteidigung weiterdenken, dann stellt sich ja auch irgendwann mal die Frage, entsenden wir nicht vielleicht auch mal medizinische, betreuungsdienstliche oder technische Einheiten, zum Beispiel ähnlich wie die Bundeswehr in das Baltikum, ne? Also da muss man halt auch mal drüber nachdenken und eventuell solche Sachen dann auch mal lokal, regional oder übergreifend üben, ja. Ich glaube, da sind die Wege in diese Richtung noch nicht so ausgetreten. Und ich glaube, wenn man das mal beübt, dann wird man da doch die ein oder andere Hürde und Schwierigkeit und vielleicht den Busch auf dem Weg finden, den man da auch erstmal gängig machen muss. Herr Brackmann. Ja, genau. Also das ist ja, deswegen macht man ja jetzt diese großen NATO-Manöver und man hat ja nun gemerkt, man muss jetzt irgendwo was tun, man muss jetzt auch anfangen, miteinander zu agieren und miteinander zu arbeiten. Herr Reinfeldt sagte ja, es ist jeder Mensch nur einmal verfügbar und wenn der natürlich dann in verschiedenen Fällen dann mehrmals verplant ist, dann ist das natürlich auch schwierig, ne? Also es wird noch eine große Herausforderung werden, ne? Ja, in der Tat. Und es muss viel miteinander geredet werden, denke ich. Apropos Herausforderung, wir hatten ja diesen Winter in mehreren Bundesländern Problematiken mit Hochwasser. Und eine Frage an Sie, Herr von den Bergen. Inwieweit gibt es denn oder gibt es Anpassungsstrategien und wenn ja, welche des THWs im eigenen operativen Tätigkeitsbereich, um vielleicht effektiver in Zukunft mit solchen Herausforderungen umgehen zu können? Ja, also es gibt jetzt aus dem aktuellen Winter jetzt noch nicht. Da befindet sich so eine Einsatzauswertung noch in der Erstellung. Das ist vielleicht noch ein Tag zu früh. Aber aus dem letzten Hochwasser 21 haben wir einen ja, knapp 300-seitigen Einsatzauswertungsbericht verfasst, der natürlich jetzt auch abgearbeitet wird und mit Maßnahmen und Hausaufgaben hinterlegt wird. Und ich glaube, die Überlagerung der Krisen, die wir gehabt haben, Corona überlagert sich mit Hochwasser, überlagert sich mit Ukraine, hat gerade dazu geführt, dass wir da eine ganz, ganz lange Liste an
Dingen haben, die auf dieser Hausaufgabenliste stehen und wo wir uns natürlich drauf einstellen. Ein paar Dinge, da haben wir schon quasi einen grünen Marker dran und gesagt, okay, da sind wir schon ganz gut aufgestellt. Also beispielsweise Tanklogistik stellt sich das THW so auf, dass in den entsprechenden Fachgruppen Notinstandsetzung, Notversorgung, respektive in den Fachzügen Logistik jetzt entsprechend Materialien für die Betankung von Fahrzeugen vorgehalten werden. Auch in größerer Literzahl. Das ist so ein Auswuchs aus den Krisen der letzten Jahre, aber auch das Einlagern und Bevorraten von Verpflegung für eine größere Anzahl an Einsatzkräften in den Ortsverbänden, wo das räumlich möglich ist, ist ein weiterer Auswuchs. Also wir tun da sehr, sehr viel, um halt uns passend aufzustellen, weil nur wenn die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben resilient aufgestellt sind, erst dann sind die in der Lage, Hilfe überhaupt nach außen zu leisten. Und diese Verknüpfung ist natürlich jetzt auch durch diese vielen Krisen auch nicht nur bei unseren Einsatzkräften, die hatten das schon immer ja, so in den Köpfen verhaftet, sondern natürlich auch bei Entscheidern, Politik und Stakeholdern, die halt in den entsprechenden Bereichen tätig sind. Und da hat sich das THW jetzt in den letzten Jahren doch sehr weiterentwickelt, fährt momentan auch eine Resilienzstrategie, also entsprechend mit Vorgaben, mit Planungen, mit einer, mit den entsprechenden Vorgaben, die dann lokal umgesetzt werden. Wir hängen uns natürlich auch an die gerade auch eben schon angesprochenen Katastrophenschutzbedarfspläne dran. Also, dass man da die Risikoanalysen des Bundes aufgreift, lokal, ich nenne es jetzt mal kurz verwurstet, ja, und auch mit lokalen besonderen Gefahren verknüpft. Ja, jetzt hier in Nordrhein-Westfalen gibt es kein gutes Beispiel, weil wir keinen Kernkraftwerk haben. Aber wir haben hier zum Beispiel eine Hochrisiko-Erdbebenzone in Deutschland, die halt hier so am südlichen Zipfel von Nordrhein-Westfalen halt ist. Das bedeutet natürlich auch ganz klar, dass man sich da anders drauf vorbereitet als, weiß nicht, in der niedersächsischen Tiefebene, wo halt das Erdbebenrisiko deutlich geringer ist. Und da schauen wir jetzt gerade auch noch mal ganz genau mit unseren Kreisen und kreisfreien Städten, wie sind sie vorbereitet? Was gibt es eventuell für schon bekannte Gefahren? Aber das muss aus meiner Sicht noch digitaler werden. Das muss Echtzeit werden. Ja, also da gehört aus meiner Sicht auch die Verknüpfung von den Gefahrenabwehrbehörden mit den kritischen Infrastrukturen dazu. Ja? Also das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik zum Beispiel hat ja die Übersicht, welche Unternehmen in Deutschland kritisch sind, in welchen Gewerken, also in welchen Sektoren die tätig sind. Diese Übersicht wird aber nicht auf die Kreise oder Bezirksregierungen oder auch auf die Gefahrenabwehrbehörden weiter verteilt. Und das heißt, im Zweifelsfall liegt diese Information gar nicht bei den entsprechenden Organisationen vor. Und ich glaube, dass da einfach die Verknüpfung zwischen der abwehrenden Seite der Gefahrenabwehrbehörde mit einer vielleicht neu zu etablierenden vorsorgenden Behörde, Struktur und Aufgabenstruktur sicherlich etwas ist, was uns ja in solchen Themen doch nach vorne bringt. Und das könnte vielleicht eine Entwicklungsrichtung sein, die natürlich auch zu einem deutlich vernetzteren, zusammenhängenderen Bereich der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben führen muss. Weniger Silo, mehr gemeinsame Daten. Mehr gemeinsam, das klingt gut. Sehr gut. Ich habe eine Nachfrage noch. Immer gerne. Und zwar, Sie hatten die
Nachsorgeberichte quasi erwähnt. Gibt es da eine konkrete Vorgehensweise, wie Sie das für jeden Einsatz machen? Hat das THW da so eine Art Template? Also die recht bekannten Einsatznachberichte, zum Beispiel der von Kirchbach-Bericht aus 2002 und 2013, die sind ja in der Gefahrenabwehrwelt doch bekannt. Zu dem Einsatz 2021 hat sich das THW ja sehr umfangreich selbst auf den Weg gemacht und hat eine Einsatzauswertung gemacht, die halt in einer ja, Anlass gegründeten Projektgruppe dann abgearbeitet worden ist. Das fußt natürlich auf vielen Erkenntnissen, auch wissenschaftlichen Vorgehensweisen, aber ich glaube, den einen Weg, Einsätze auszuwerten, der für alle passt, den gibt es so, glaube ich, in der Form nicht. Herr Reinfelder. Ja, ich möchte das, was Jens von den Bergen gerade gesagt hat, ergänzen. Also eine einheitliche Vorgehensweise kenne ich nicht. Wir haben das für das DRK, die wir ja auch sehr stark involviert waren im Ahrtal, aber auch hier in Nordrhein-Westfalen, auch mit einer hohen Eigenbetroffenheit von Einrichtungen des DRKs, dadurch abgewickelt, dass wir eine sehr tiefe, auch die einzelne Einsatzkraft, die einzelne Führungskraft, aber auch die operativen Führungsstrukturen in eine wissenschaftlich auch begleitete Interviewstrategie eingebunden haben und daraus eine Auswertung gemacht haben und daraus auch ein Papier entwickelt, sage ich jetzt mal sehr, sehr einfach, wie wir es zukünftig vielleicht in Nuancen anders machen wollen. Weil halt die Erkenntnisse schon da sind, dass vieles gut gelaufen ist und so, wie wir es uns im Vorfeld gedacht hatten, aber auch einiges nicht so gut gelaufen ist. Also es gibt nicht die Methode, jedenfalls ist sie mir nicht bekannt, wenn das die Frage war, sondern da geht jeder seine Wege und versucht dann bestmöglich dann die Erkenntnisse auf seine Organisation. Vielen Dank. Ja, danke schön. Dann würde ich vorschlagen, schauen wir einmal in die große Runde und gucken, ob Fragen aus dem Publikum da sind. Entweder in den Chat schreiben und wir lesen die dann vor oder Sie melden sich und stellen Ihre Frage direkt persönlich. Bis alle aufwachen, würde ich dann einfach, oder da ist eine Frage von Frank. Ja, erstmal ganz vielen Dank für die interessanten Einblicke. Super spannend, was Sie da alles so aus der Sicht der Einsatzorganisationen erzählen. Ich hätte noch so eine Frage. Wir haben ja Klimawandel und wir müssen immer mit größeren Ereignissen rechnen. Und was mich immer so umtreibt, ist die Eigenbetroffenheit, sage ich mal, der Einsatzorganisation. Das kann einerseits durch die Schadenslage sein, dass Familie betroffen ist, aber wir müssen auch mit größeren Hitzegefahren für die Einsatzkräfte selbst rechnen. Im Rahmen vom demografischen Wandel spielt das sicherlich eine ganz große Rolle. Und mich interessiert, ob Sie da intern irgendwelche Strategien verfolgen, die Sie für vielversprechend halten, und ob Sie da irgendwie Unterstützung von anderen Akteuren, die vielleicht außerhalb sind, wie Politik oder dergleichen, sich wünschen und erhoffen. Es richtet sich irgendwie ein bisschen an alle, glaube ich, aber vielleicht möchte irgendjemand da was dazu sagen. Schießen Sie gerne los, Herr Reinfelder. Ja, ich nehme die Frage gerne auf. Im Moment ist das eine Geschichte, die ich glaube, jede Organisation für sich umsetzt, ohne dass das von dritter Seite, sage ich jetzt mal, oder von behördlicher Seite unterstützt wäre. Es findet Einfluss oder findet Einklang in unsere Ausbildung. Das heißt, jede Führungskraft, die bei uns ausgebildet wird, bekommt natürlich auch mit auf den Weg, dass in solchen Situationen, mit denen wir immer häufiger rechnen müssen, auch in dieser Beziehung an die Fürsorge für die Helfenden, die einem zugewiesen sind im Einsatz, gedacht werden muss. Und
Das sind die klassischen Dinge, die wir dann aus den Erkenntnissen, die es eben gibt, wie der Mensch sich in so einem Einsatz gesund halten kann, weitergeben und natürlich auch die Ressourcen dafür mit in den Einsatz nehmen. Das ist aber auch eine Geschichte, die schwierig ist, außer man fördert es finanziell, weil das natürlich auch immer mit materiellen Ressourcen verbunden ist, entsprechende Dinge mitzunehmen, politisch wenig unterstützen kann. Herr von den Bergen. Ja, wir haben an mancher Stelle vielleicht nur die eine Ecke des Spektrums abgedeckt, ne? Also bestes Beispiel Hochwasser, ja, und Starkregen. Da hatten wir jetzt in den letzten 30, 40 Jahren ja diverse Großeinsätze und haben, weiß ich nicht, Sandsäcke beschafft. Aber was machen wir denn, wenn kein Wasser da ist? Ja? Diesen Part des Spektrums haben wir nicht in der Stringenz vorbereitet, wie zum Beispiel Hochwassereinsätze. Ja? Gehört aber, glaube ich, auch zu unseren wichtigen Referenzszenarien. Das Gleiche gilt, wir haben Zeltheizungen, ja, aber wir haben keine Klimageräte. Ja? Also auch da haben wir quasi ein Spektrum. Das eine Spektrum decken wir ab und auf der anderen Seite haben wir noch Lücken. Und es ist sicherlich notwendig, dass wir da aufmerksam in die Zukunft gucken und mit der Vorbereitung auf Referenzszenarien dann auch uns konsequent darauf vorbereiten. Also zum Beispiel, wer jetzt eine Zeltheizung beschafft, beschafft bitte eine, die auch lüften kann. Ne, so als einfach praktisches, anpackbares Beispiel. Würde ich einfach anschließen. Also natürlich haben wir uns auch Gedanken gemacht zur eigenen Betroffenheit. Aber ich sag mal, der große abschließende Plan fehlt uns noch. Das habe ich ja eben auch so ein bisschen zum Ausdruck bringen wollen, wie es um die Wünsche an die Wissenschaft ging. Vielleicht kann man da nochmal ein Augenmerk drauf richten. Was uns völlig bewusst ist, und natürlich spielt das in unsere Planung rein, dass uns klar ist, dass die Personalverfügbarkeit in den Ereignissen eben nicht bei 100% liegt, bei weitem nicht bei 100% liegt, sondern eben genau diese Punkte der eigenen Betroffenheit, der Sorgen und Nöte auch um die eigene Familie mit reinspielen müssen. Wir versuchen in kleinen Punkten natürlich darauf einzugehen, sei es zum Beispiel, ich sage jetzt mal, bei der Vorplanung der Versorgung für solche Ereignisse eben nicht nur unsere Einsatzkräfte, sondern auch im Idealfall Familienangehörige mit einzuplanen, bis hin gehen, dass man sich Gedanken macht. Aber wie gesagt, da ist man nur noch in der Planungsphase und denkt drüber nach, zum Beispiel Kinderbetreuung, städtische Kindergärten so auszustatten für die verschiedenen Ereignisse, dass sie so resilient sind, dass die eben auch weiter betrieben werden können und ich sag mal, Menschen aus der kritischen Infrastruktur einfach ihre Kinder dort sorgenfrei, zumindest stundenweise abgeben können, um ihrer Tätigkeit nachzukommen. Also es gibt da Gedanken, aber bei weitem nicht die komplette Lösung. Vielen Dank. Dann hat sich im Chat die Frage gestellt, wenn KVKs in allen Landkreisen existieren, woher erfährt man, wer das ist? Wer hat gegebenenfalls Kontaktadressen? Und dann wurde auch schon geantwortet, dass das der Erkenntnis von Herrn Reinfelder nach über die Landeskommandos der Bundeswehr läuft oder auch über die Kreise. Herr Brackmann, möchten Sie das noch mal ein bisschen ausführen? Ja, ich hatte auch gerade schon darauf geantwortet. Also übers Internet kann man das entsprechende Landeskommando rausbekommen und im Landeskommando gibt es auch Ansprechpartner, die dann entsprechend auch einem zuweisen können, die Kontaktdaten geben können von dem entsprechenden Kreisverbindungskommando für diesen Landkreis, wo man dann wohnt oder wo man sich engagieren will. Dankeschön. Uwe, du hast du dazu was zu sagen oder eine Frage? Nee, grundsätzlich eine Frage. Ja. Soll ich? Dann schieß los. Ja, gut, prima, danke.
Also erstmal, also ich bin ja eigentlich zufällig reingerutscht heute, weil ich zufällig in Wuppertal bin und Frank getroffen habe. Und er sagte, Mensch, heute ist eine spannende Sache. Und ich muss sagen, es ist wirklich eine spannende Sache. Also erstmal lieben Gruß in die Runde. Wilfried Randfelder hat ja von so ein bisschen, insgesamt wurde ja so einiges erzählt, was auch in operativen Maßnahmen getroffen wurde. Und Wilfried, jetzt interessiert mich natürlich so, sag mal so als Landesbeauftragter, wie ist denn, ich komme also für die anderen, die mich nicht kennen, ich bin aus dem Innenministerium Mecklenburg-Vorpommern, bin da zuständig für Brandkatastrophenschutz und zivil-militärische Zusammenarbeit und all das, was dazugehört. Deswegen auch schöne Grüße an den Kamerad Brackmann nach Mecklenburg, Vorpommern. Mich interessiert, wir haben ja jetzt ganz viel gehört, so über operative Maßnahmen, so auf kommunaler Ebene, Landkreisebene. Wie sieht denn das aus? Habt ihr denn, du insbesondere und auch vielleicht die anderen Hilfsorganisationen, Kontakt noch zur Landesebene, um dort, ich sag mal, diese Diskussion, diese Themen anzusprechen? Ja, die Frage geht sogar an Ja, Kontakt, ja. Wir sind, sage ich mal, seit 2017 kontinuierlich in unterschiedlichen Arbeitskreisen mit unserem Innenministerium und auch den mitwirkenden Fachverbänden und Hilfsorganisationen seinerzeit begonnen unter dem Namen Koordinierter Prozess. Das heißt, wir haben seinerzeit eine Art, sage ich jetzt mal, mit anderen Instrumenten eine Risikoanalyse gemacht, welche Gefahrenlagen können uns denn zukünftig drohen. Und da waren solche Dinge wie Extremwetterlagen ganz klar im Fokus. Und es ist erklärtes Ziel, bei der, sag ich mal, ständigen Erneuerung, sowohl was die Struktur, aber auch was das Material angeht, bei den Landeskatastrophenschutzeinheiten, das natürlich anzupassen. Das heißt, es gibt den Dialog. Vom Dialog in die Umsetzung ist es aber ein relativ steiniger Weg. Wir hören, also wir sind uns vielfach einig, was getan werden muss. Letztlich gehört aber dazu dann auch ein Landesgesetzgeber, der die Haushaltsmittel dann zur Verfügung stellt. Und ich sage mal, da erleben wir zurzeit, dass sich die Prioritäten in andere Richtungen verschieben. Ja. Also Konzepte gibt es, auch abgesprochene Konzepte, die auch auf die drohenden Szenarien reflektieren. Aber bis wir ein Ziel erreichen, haben wir wahrscheinlich schon wieder ganz andere Überlegungen. Das muss ich leider mal so feststellen. Obwohl alle guten Willens sind, aber letztlich ist das ein Prozess, der immer wieder mit Querschüssen zu tun hat, weil sobald es neue aus der Sicht der Politik notwendige andere Verteilungen gibt, fällt der Katastrophenschutz dann erstmal wieder hinten runter. Also dieser gerade angesprochene koordinierte Prozess Gefahrenabwehr von 2018 ist ein ganz gutes Beispiel, weil die Erkenntnisse, die da als Handlungsfelder drinstehen, sich eins zu eins übersetzen in die ja, Landesauswertung nach der Flut 2021. Also in den 3 Jahren hat man es nicht geschafft, diese Handlungsfelder anzufassen und die meisten davon sind auch weiterhin offen. Das heißt, die Absicht ist klar, aber ähnlich wie halt No Glory in Prevention ist es halt auch da schwierig, wirklich den Pack anzufinden, diese notwendigen Dinge umzusetzen in einer, in einem System Bevölkerungsschutz, was halt sehr langzeitorientiert ist. Also viele Dinge haben einfach eine extrem lange Laufzeit und da in kurzer Zeit Verbesserungen oder notwendiger Handlungsbedarf abzudecken, ist doch sehr schwierig. Vielen Dank. Ich sehe jetzt gerade keine weitere Hand, die gehoben ist, noch neue Fragen im Chat. Deshalb würde ich mal auf die Fragen der Studierenden aus Wuppertal zurückgreifen. Und da kam zum Beispiel die Frage, welche Rolle spielt die Integration moderner Technologien und digitaler Innovationen im operativen Bevölkerungsschutz?
Gerne, wer möchte zuerst? Silvia. Entschuldige, ich wollte nicht die Frage beantworten. Das sollten ja vielleicht. Ich hätte nur auch gleich noch eine Frage. Das wollte ich damit ausdrücken. Sorry. Ich kann mich ja mal an einer Antwort versuchen. Also wir arbeiten im Bevölkerungsschutz mit Methoden, die in der Flut 2021 vom entsprechenden zuständigen Generalleutnant Schelleis als veraltet bezeichnet worden sind. Und wenn eine so mangelerfahrene Organisation wie die Bundeswehr sowas über einen anderen Bereich öffentlich in Zeitungsartikeln sagt, ist das eventuell auch sehr aussagefähig, einfach so in der Fremd- und Eigenwirkung. Ich glaube, dass wir viel mehr Digitalisierung im Bevölkerungsschutz brauchen. Im Bereich ja, Ersthelferalarmierung, Rettungsdienst sind wir da in Deutschland schon sehr, sehr weit. Aber wenn es dann in größere Lagen geht, wo mehrere Organisationen zusammenarbeiten müssen, dann fehlt uns das digitale Tool, um da wirklich lagenübergreifend zusammenzuarbeiten. Da ist natürlich auch einfach die Schwierigkeit, dass Bevölkerungsschutz in der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr was anderes ist als zum Beispiel vernetzte Führung bei der Bundeswehr. Und da beginnen einfach ganz viele Schwierigkeiten. Vielleicht kann der Kollege Brackmann dazu was sagen. Ja, ich habe mich ja auch gerade gemeldet hier. Also das sehen wir genauso, weil wir haben auch, wir sind ausgestattet mit BOS-Funkgeräten. Aber die Kommunikation gerade mit den Hilfsorganisationen ist eigentlich fast gar nicht machbar. Ne? Wenn wir dann wirklich irgendwo zusammenarbeiten müssen, kriegen wir meistens von der Hilfsorganisation ein Funkgerät, damit wir überhaupt dann irgendwie kommunizieren können. Also das ist wirklich, muss vorangetrieben werden, dass das einfach besser funktioniert. Denn wenn man es braucht und dann erstmal gucken muss, wie man sich verständigt, ist schwierig. Also da stimme ich voll zu, da muss auf jeden Fall was getan werden. Ah, Herr Reinfelder, Sie möchten noch was dazu sagen, gerne. Ja, ergänzend, vielleicht kann auch die Berufsfeuerwehr mich dabei unterstützen. Das Land Nordrhein-Westfalen arbeitet ja zurzeit daran, eine vernetzte Lagedarstellung über das gesamte Land, insbesondere mit den Verantwortlichen für den Katastrophenschutz, sprich mit den Kreisen und kreisfreien Städten abzubilden, damit da einheitliche Dinge passieren. Und wir als Hilfsorganisation sind auch im Gespräch mit dem Aufstellungsstab des Landes, wo es darum geht, wie das Land zukünftig Führung gegebenenfalls bei größeren Lagen übernehmen will. Und es muss eigentlich aus unserer Sicht der Hilfsorganisation das Ziel sein, dass alle, die in dem System Bevölkerungsschutz, Katastrophenschutz, insbesondere im operativen Bereich mitwirken, an einer solchen einheitlichen Darstellung der Lage partizipieren können. Denn die Bedarfe, die jeder von uns hat, vor die Lage zu kommen, beziehungsweise Lagen, die sich entwickeln oder schon aufgetreten sind, zu antizipieren, um mit den eigenen Möglichkeiten, die sind ja zum Teil sehr unterschiedlich, Hilfe leisten zu können. Die sind so wichtig, diese Erkenntnisse. Bisher ist das, sage ich mal, eine Hohlschuld, die wir als Organisation haben. Und hängt ab von der mehr oder weniger punktuell stärker oder weniger stark gegebenen Einbindung in die lokalen Einsatzleitungen der Gefahrenabwehr. Und da wünschen wir uns halt auch als Partner im System wahrgenommen zu werden in diesem Bereich. Und nicht nur, ich sage das mal ein bisschen despektierlich, als Truppensteller. Danke. Wenn schon angefragt, würde ich die Unterstützung dann natürlich zusagen. würde ich genauso sehen. Und ansonsten vielleicht noch abschließend dazu, wir könnten deutlich innovativer sein. Ich glaube, das kann man zusammenfassend noch sagen. Würde ich aus unserer Brille auch genauso unterschreiben.
Ja, danke schön. Dann schieße ich mal mit meiner Frage dazwischen. Da geht es um Kommunikation während noch keine technischen Probleme, wie zum Beispiel ein Stromausfall oder ähnliche Krisen dazwischen schießen. Zum Thema interorganisationale Zusammenarbeit. Ich finde, wir haben heute Abend ganz viele Sachen gehört, bei denen man genau weiß, wie wichtig das ist. Also zum Beispiel dieser Risikoatlas, den Sie ja von den Bergen angesprochen hatten, dass diese Hausaufgabenliste, die war, glaube ich, von Ihnen, vom THW, und aber auch der Operationsplan Deutschland von Olaf. Also es sind alles so Dinge, wo Kommunikation eine Riesenrolle spielt. Und ich sage mal, in Wuppertal beim Katastrophenschutzbedarfsplan zum Beispiel, auf der kleinen Ebene funktioniert das ja ganz gut. Da holt man sich alle Leute, die man benötigt, an einen Tisch. Zur Not macht man den Tisch noch ein zweites Mal auf und irgendwie funktioniert es. Aber habt ihr das Gefühl, dass das auf der größeren Ebene schon gut genug aufgestellt ist? Wie könnten wir das da angehen? Gibt es da Ideen von eurer Seite? Herr Reinfeller, ja. Ich glaube, dass man das eigentlich, wie Sie richtig beschrieben haben, funktioniert das auf der Ebene der unteren Katastrophenschutzbehörden, also Kreise und kreisfreien Städte, schon leidlich gut mit dem einen oder anderen Ausreißer nach oben oder nach unten, weil man da auch sehr eng darauf angewiesen ist, alle Ressourcen, die sich anbieten, auch zu nutzen und auch entsprechend lageangepasst in den Einsatz zu bringen. Ich glaube aber, dass wir uns viel Arbeit auch auf unserer Ebene ersparen könnten, wenn man das Ganze auch von oben nach unten durchstrukturieren würde. Also wenn der Bund seine Hausaufgaben im Bereich Risikoanalyse macht, wenn jedes Land auch zum Teil länderübergreifend eine Risikoanalyse machen würde und auch Bedarfspläne aufstellen, dann gäbe es für die Kreise und kreisfreien Städte kleinere Baustellen, die natürlich mit dem lokalen Fokus auszufüllen wären. Und wir müssten das einheitlich machen, damit dann hinterher auch, sage ich jetzt mal, die Erkenntnisse und das, was man daraus ableitet, ineinander passen. Also ich glaube, diese Vernetzung, die wir ja schon mehrfach angesprochen haben, daran tut es Not. Da gibt es einige Leuchtfeuer, wo das vielleicht Hoffnung macht, dass es klappen könnte. Aber in der Durchgängigkeit über die Gesamtstruktur Bevölkerungsschutz erkenne ich leider noch nicht, aber ich glaube, dass wir das brauchen, um am Ende das Ganze erfolgreich in eine Planung und auch in eine Vorsorge umsetzen zu können. Wenn von den anderen Panelisten niemand mehr was dazu sagen möchte, würde ich in das Schlussstatement überleiten, bei dem einfach Sie alle nochmal ja ein Wort an die Zuschauenden, aber auch an die Politik und die Wissenschaft, wen auch immer, richten dürfen. Und ich würde vorschlagen, wir fangen mit Ihnen an, Herrn Schlubeck. Ja, ich glaube, das fällt relativ einfach aus. Haben wir auch heute Abend mehrfach gehört. Bevölkerungsschutz geht auch in diesem Fall nur gemeinsam. Und da meine ich jetzt nicht nur die eingebundenen Organisationen mit, sondern tatsächlich auch Wissenschaft. Und ich sage mal, so Abende wie heute sind ja immer ein gutes Zeichen, so wie wir, glaube ich, insgesamt sagen können, dass wir mit der Wissenschaft da schon eine sehr gute Zusammenarbeit pflegen. Gilt aber genauso für Politik. Ich glaube, auch das haben wir heute rausgehört. Da ist das Ganze noch ausbaufähig. Und für uns jetzt gerade auch aus dem kommunalen Blickwinkel definitiv auch immer wichtig, die Selbsthilfefähigkeit und ja das Selbstverständnis der Bevölkerung auch einfach. Und da gehören eben auch so Hilfestellungsthemen rein, wie heute Abend auch schon gesagt wurde, dass solche Themen auch wieder in die Schule, in die Kindergärten gehören, einfach breit in die Bevölkerung. Weil so ein Selbstverständnis natürlich ja, die eigene Resilienz einfach erhöht, im besten Fall auch Einsatzzahlen reduziert und dem vorweggenommen natürlich auch Schäden, gerade auch Personenschäden reduzieren kann, wenn man gut vorbereitet ist. Insofern sehe ich da eine große gesellschaftliche Aufgabe drin und würde deshalb sagen, Bevölkerungsschutz geht nur gemeinsam.
Das sehe ich auch so. Dann geben wir weiter an Herrn Brackmann. Ja, ich kann mich da nur anschließen. Also Zusammenarbeit zwischen Landkreis, zwischen Bundeswehr, Netzwerkschaffung, das ist eigentlich das Große, dass man wirklich Kontakt hält, dass man die anderen Akteure kennt, dass man weiß, wer welche Aufgaben zu bewältigen hat, dass man auch weiß, was die für Möglichkeiten haben, was man für eigene Möglichkeiten hat. Das ist eigentlich das Wichtigste, was ist. Und dieser O-Plan Deutschland, wo ich vorhin schon von sprach, der hat ja nun gesagt, Vernetzung mit Katastrophenschützern, mit Sicherheitsbehörden, mit Industrieunternehmen, das soll angepackt werden und das soll vorangetrieben werden. Und man kann nur hoffen, dass das auch dann funktioniert, weil ein großes Netzwerk ist eigentlich das Beste, was man haben kann im Katastrophenfall, um wirklich dann wirklich vor die Lage zu kommen und schnell auch handlungsfähig zu sein. Vielen Dank. Herr Reinfelder. Ja, vielen Dank. Also ich oder wir haben aus dieser Vortragsreihe, die ja dankenswerterweise von der DKKV und der Uni Wuppertal organisiert worden ist, mitgenommen, der Klimawandel und die Wetterextreme sind unausweichlich und Extreme werden extremer und extreme Events werden häufiger werden. So, das heißt, Klimawandel und Wetterextreme erfordern natürlich auf der einen Seite eine Verbesserung der Ausstattung, und auch die Ausbildung der Helfenden muss angepasst werden. Aber, und das ist der Kernpunkt, eine umfassende Katastrophenvorsorge als gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den wir stärker noch in den Fokus nehmen müssen. Wir als DRK möchten dabei den Weg eines vorausschauenden Katastrophenschutzes mit etablieren. Mal gucken, ob uns das gelingt mit der Antizipation und den Projekten, die wir dazu anstoßen. Aber wir müssen auch zwingend daran arbeiten, ein Risikobewusstsein in der Bevölkerung zu schaffen und schließlich die Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung zu stärken. Und um dieses Risikobewusstsein zu schaffen, müssen wir die Risiken natürlich erstmal identifizieren, aber auch insbesondere klar benennen. Und ich glaube, dass Behörden und Institutionen, Verbände proaktiv und kontinuierlich über Risiken aufklären müssen und die Aufmerksamkeit für wichtige Themen im Zusammenhang mit diesen Risiken auch in der Öffentlichkeit erzeugen müssen. Und wie meine Vorredner schon festgestellt haben, brauchen wir dazu alle gesellschaftlichen Kräfte, auch, und ich füge hinzu, insbesondere die Politik muss in dieser Risikokommunikation aktiv mit eintreten. Da muss der Mut her, bei den Politikern das klar zu benennen. Und ich glaube, dass die Strategie darauf abzielen sollte, Informationen und vor allen Dingen Kernbotschaften, die dazugehören, zu kommunizieren und nicht nur auf Nachfrage reaktiv irgendwie zur Verfügung zu stellen. Und dann, das ist mein Schlusssatz, muss klar kommuniziert werden, welche Aufgaben hat denn der Staat beziehungsweise die eigene Organisation, die hier im Mitspiel ist, im Rahmen des Risikomanagements übernommen oder zu übernehmen. Und vor allen Dingen, was ist die Aufgabe jedes Einzelnen aus der Bevölkerung, um selbst zur Verminderung des Risikos beizutragen? Vielen Dank. Dann noch Herr von den Bergen. Ja, aus der Pandemie ist uns vielleicht so ein Dr. Mike Ryan von der WHO bekannt, der relativ deutlich gesagt hat am Anfang der Pandemie, Speed trumps perfection. Ja, also Speed is the key. Und wenn wir uns auf Klimakrisen und Klimafolgekatastrophen einstellen wollen, dann müssen wir das jetzt tun und nicht 15 Jahre herumdoktern an irgendeiner Goldrandlösung, die dann unfinanzierbar und viel zu spät kommt. Heißt, wir sollten auf jeden Fall gucken, möglichst zügig jetzt die entsprechenden Maßnahmen auch einzuleiten. Der gleiche Mike Ryan hat auch ein Jahr nach der Pandemie gesagt, this has been the ultimate exercise, we are not prepared and this response has only uncovered a weakness. Und wenn wir das als Zitat mal nehmen und uns eventuell das auf die Flutlage 2021 drauflegen, dann ist das vielleicht auch ein deutlicher Auftrag an uns als Bevölkerungsschutz, diese Schwächen, die wir ja erkannt haben, dann auch mit Fähigkeiten zu hinterlegen, mit Maßnahmen zu hinterlegen
Und ja, auch das zu tun, was erkannt ist und umgesetzt werden muss. Das fängt an mit der entsprechenden resilienten Aufstellung jeder einzelnen Einsatzkraft, der entsprechenden resilienten Aufstellung von Liegenschaften bis hin zu digitaler Einsatzführungssoftware, wo wir halt auch entsprechend sehen können, wer da eventuell von Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben gerade am Flusslauf ist, ja, und vielleicht nochmal gesondert gewarnt werden muss. Also da gibt es genug zu tun und das müssen wir jetzt einfach anfassen. Und mein Schlusssatz ist, werden Sie immun gegen Katastrophendemenz. Danke. Schön, der Anfangssatz ist auch der Endsatz, das ist sehr wichtig, damit die Demenz so direkt in dem Satz nochmal verhindert wird. Herr Brackmann, Sie möchten nochmal ergänzen? Ja, ich habe auch noch einen Nachbrenner. Also Katastrophen werden uns ereilen, das ist Fakt. Wann, wie, wo, was, das weiß keiner so genau. Und ich bin ja nun in meinem Marineleben viele Jahre mit dem Suchboot gefahren. Und als Besucher hatten wir mal so einen Spruch, da haben wir mal gesagt, Entscheidung fällt im Räumgebiet. Und aber wir hatten Schubladen, da waren Konzepte drin, da waren Pläne. Und wenn wir dann im Räumgebiet waren, brauchten wir nur die entsprechende Schublade aufmachen und wussten, welches Gerät gefahren werden muss und wie wir das alles dann machen. Und das wäre schön, wenn wir in Zukunft für Katastrophen auch irgendwo Schubladen hätten, wo wir schon gewisse Konzepte bereit haben und sagen, die Katastrophe ist gekommen und jetzt ziehen wir die Schublade und dann entsprechend vorbereitet sind. Das wäre mein Schlusssatz jetzt. Vielen Dank. Dann hoffen wir, dass es viele Schubladen in Zukunft gibt und auch auf die unvorgesehenen Herausforderungen vorbereitet sein können. Ich würde ganz am Schluss nochmal an Silvia übergeben, die einen kleinen Ausblick und ein kleines Dankeschön sagt. Ja, ganz genau. Jetzt bleibt mir nämlich nur noch die Verabschiedung von Ihnen und euch und der Ausblick. Ich finde es sehr schade, weil sonst konnten wir im Ausblick immer auf die nächste Veranstaltung verweisen. Das geht heute leider nicht mehr. Ich hoffe, dass die Zuhörenden, die hier jetzt schon öfter dabei waren, genauso viel gelernt und mitgenommen haben wie wir. Ich fand es total klasse, es hat mich wirklich sehr gefreut. Wir werden, also das DKKV und wir werden auf jeden Fall versuchen, eine Art Zusammenfassung dieser Veranstaltungsreihe zu machen und diese auch veröffentlichen auf unseren Webseiten oder in Newslettern oder auch über Social Media mal schauen. Also wir wollen auf jeden Fall versuchen, so viel wie möglich auch mitzunehmen und vielleicht auch ein bisschen was an Wissen, was wir jetzt hier erlangt haben, zu verschriftlichen und damit ein bisschen zu erhalten und weiterzutragen. Ich hoffe, das funktioniert. Sie und ihr werdet das dann über Social Media oder über andere Kanäle auf jeden Fall erfahren. Ja, damit bleibt mir nur die Verabschiedung an die Studierenden in die vorlesungsfreie Zeit und an alle anderen Teilnehmenden in den wohlverdienten Feierabend. Und vor allem an Karneval, ne? Vielen Dank. Ach, da war ja was, stimmt. Ja, dann ist mein Schlussstatement mal wieder Wuptika. Den Karnevalsruf, den keiner kennt. ja. Vielen Dank an alle Beteiligten. Es hat mir auch mit euch großen Spaß gemacht, Ronja, Benny und all eure anderen Kolleginnen vom DKKV. Ich fand's klasse. Danke, gleichfalls. Geht immer nur, wenn alle zusammen mitarbeiten. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.